Ja, wir stehen hier vor dem großartigen Exit Room von Cosmos und zwar diesen echten Raum, den man besuchen kann. Und wir werden jetzt live mit der Kamera reingehen und mal gucken, ob der Ronny, die Annette und ich es schaffen, das Rätsel zu lösen und entfliehen zu können. Genau, und vorher gibt es jetzt noch ein paar Einweisungen. Ja, hallo. Hi, ihr habt ja den Wettbewerb gewonnen und habt eine Einladung zu einem Theaterstück in Essen bekommen. Ich muss euch leider enttäuschen, unser Theater ist noch nicht ganz fertig geworden. Hauptsächlich liegt es daran, uns fehlen die Hauptattrakteure für unser Theater. Wir haben jetzt ein Auswahlverfahren gestartet und das ist das, was ihr jetzt lösen müsst. Wenn ihr in 30 Minuten durch unser Foyer und unsere Requisite durchkommt und auf der richtigen Seite durch die Premierentür rauskommt, seid ihr unsere neuen Stars in unserem Theater. Okay. In diesem Exit Room müsst ihr Rätsel lösen, über Zahlenkombinationen Schlösser öffnen und damit halt Hinweise sammeln, um aus dem Raum rauszukommen. Ihr dürft in dem Raum alles anfassen, alles bewegen, Sachen verschieben, Sachen wegnehmen, Sachen umräumen, Sachen auch kaputt machen, wenn ihr das wollt. Achtet allerdings darauf, dass Sachen, die wirklich richtig fest sind, die sind dann wirklich echt Dekoration und ihr solltet die nicht benutzen. Im Raum selber ist noch eine Kollegin von mir, die ihr um Hilfe fragen könnt, wenn ihr das wollt. Ansonsten würde sie nur in dem Spiel dabei sein und würde nichts sagen. Irgendwann fängt sie an, wird euch versuchen, Tipps zu geben und wird sagen, ich würde euch jetzt gerne helfen, damit ihr halt auch wirklich die Gelegenheit habt, den kompletten Raum zu erleben. Aber ansonsten wird sie euch maximal darauf hinweisen, dass wenn ihr irgendwas nicht machen sollt, dass ihr da nicht dran sollt. Okay. Ja. Das wäre der Anfang für die geheimnisvolle Premiere und ihr könnt dann jetzt gleich rein. Okay, wir sind schon ganz aufgeregt. Gehen wir einfach rein, oder? Ja, dann viel Spaß. Dankeschön. Hallihallo. Ja, hallo meine Lieben. Mein Name ist Sandra. Ich werde euch hier durch die Premiere begleiten. Wenn ihr Hilfe braucht, müsst ihr mich aktiv fragen. Ansonsten wünsche ich euch gleich viel Spaß. Dankeschön. Okay, wie wollen wir es machen? Jeder sucht mal in irgendeiner Ecke, ob er was findet, oder? Guck mal, hier liegt schon mal eine Anleitung. Okay, ich habe hier schon mal was gefunden. Reihe 1, Platz 5. Hab ich schon hier, mal? Reihe 1, Platz 5. Ja? Okay, wir merken uns. Reihe 1, Platz 5. Ich leg's mal dahin. Und hier habe ich noch so ein Programm gefunden. Kostet 10 Pfennig. Steht ein bisschen was drin. Uraufführung, 13. Oktober. Der Stand ist da. Hinten Samstag. Guck mal, da ist ein Z. Ja. Okay, hier sind ganz viele Fehler. Okay. Ja. Aha. Z, W, E. I? Ja, stimmt. Warte mal, wo war es nochmal? Warte, Schloss, Theater, Premiere. Also Z, W, E, Z, W, E, 2, 2, Uhren, 2, Krabbekammer, 2, nee. Es wird 9 werden. Ah ja, 9. 2, 9, D, D, vielleicht 3. Ja, 3, also 293. 293. Ja, guck mal rein. Scheiße. Okay, gibt's noch was anderes für Zahlen? Huh. Hier ist noch ein Schloss. Hier ist noch ein Schloss. Muss man das immer so rumnehmen oder? Also hier die 2 ist hier oben, ne? Dann 9 und 3.
hier liegt ein Stift, falls wir was aufschreiben wollen. Stift 293. Wir dürfen ja überall draufschreiben. Hab's mal notiert. Okay. Hier noch zwei, aber neun. Okay. Ah, okay. Neun, warte, die neun ist, glaube ich, noch nicht richtig an. Jetzt? Geht's auch? Ja, jawohl. Mal hoch. Ah, da. Hier, Reihe 3, Platz hier. Wir sind 2 zu 4. Eine Komödie in 3 Akten, da wird es hier schon besiegt. Ja, 4, 2, 3. Ne? Ja, 4, 2, 3. Okay. Ein Stoß gefahren. Okay, 4, 2, 3. 2, 3. Ja. Liebe Aussteller. Ich schreibe es wieder auf. Geht's bei dir? Mach mal, probiert mal weiter, so 3, 4, 2 oder so. Ich guck noch mal. Die sollen wir hängen lassen. Achso. Aha. Der andere hängt hier, oder? Haben wir den? Nee, ich habe nochmal geguckt. Also hier steht Alpha und Beta irgendwie auf den Karten. Die sehen ein bisschen so aus, als könnte man sie in der Mitte durchreißen oder so. Ja, oder guck mal, meinst du, man muss sie in der Mitte irgendwie durchreißen oder so? Und dann, weil hier ist Alpha und okay, dann so. Ist es mal wir können ja erstmal nur knicken und dann mal gucken, ob dann. Vorher auch schon eine 2. Ja, und die Beta-Seiten? Nee. Nee, ich guck. Aber guck mal, so könnte es eine 4 sein. Aber war es nicht vorher auch 4 und 2? Ja. 2 und 4 war. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwo Alpha und Beta finden oder so. Ich glaube, das Poster sollen wir nicht abmachen. Okay. Habt ihr mal ausprobiert? Wir hatten noch hier 4. Genau, das habe ich versucht in beiden Kombinationen. Okay. Okay, aber 1, 5, 3, aber in der dritten Reihe gibt es keine 4. Oder der? Ja, 1, 5, doch ganz klar. Ich habe 9 und 0. Ich denke, das sind halt bei den Zahlen, ne? 3, Platz 4, 1, 2, 3, 4, sind 9, 0. 9, 0. Aber da müssen wir ja noch so ein Zettel. Wir müssen noch einen finden, okay.
Aber unter der Tischdecke oder so? Ja, hier sind drei solche Pappendinger. Ah. Die haben Farben. Ja, Alpha? Hier, Alpha. Ja. Müssen wir auseinanderreißen. Jetzt muss man das reißen. Seit 19 Uhr geschlossen ist, möchten wir Sie nun bitten, das Messegelände umgehend zu verlassen. Vielen Dank. Die Visitors, as the show's closed since 7 p.m., we would now ask you to come in the blau, blau. Thank you. Und da unten? Wetter. Das passt ja nicht zusammen, also keine halben Sachen oder doch? Und wir haben. Aber wenn man es spiegeln würde zum Beispiel, dann wäre es ja eine 3. Dann wäre es eine 3, ja. Wir haben ja einen Spiegel hier. Ne? Ja, genau. 3. Aber wir haben kein Gelb und kein Rot. Okay, weitersuchen. Haben wir in der Garderobe alles schon mal runtergenommen gehabt? Teppich, Teppich. Aha. EXIT, Exit. Okay, was hatten wir? Was ist jetzt gefunden? Garderobenmärkchen, bitte. Meine Sachen. Versuchen Sie es. Wir haben noch 20 Minuten. Okay. Also guck mal, es sind vier Personen abgebildet. Ich dürfte gern ganz was. Guck mal, es sind vier Personen. Also ich bin jetzt das Kind und mir gehört das Prinzessin Lillifee. Das Mädchen bin ich. Nee, Marken. Das sind Markenmärkchen. Das sind hier die 9 habe ich. Versuch's nochmal. Ich hätte gern alle 4 Marken. Achso, wir haben hier die 3, die 5, die 6 und die 9. Wenn ihr mich aufmacht, habt ihr nichts davon. Die 3. Oder wir machen 3, 5, 6 und 9 ins in Zahlenschloss. 3, 5, 6, da war doch ein. 3, 5, 6, 9. Jawohl! Reihe 2, Platz 3. Ja, kommen wir doch die 3 Zahlen daraus. Genau. Sag nochmal, Reihe 1, Platz 5, das war die 9. Reihe 3, Platz 4 ist die 0. Und 2 und 3. 6. 906. Und in allen Kombis. In allen. Probier mal aus. Willst du es mal da probieren? Achso. 960 dann. Probier mal. Hier geht's nicht. Ja, ja. Was? Weil wie. Nee, hier ist so eine Klappe, oder? Ah, so. Ah, Karten und so ein ganzes Ding. Guck mal hier. Das ist für hier für den Boden. Da wissen wir nur noch nicht, wie rum. Hier, hast du eine gelbe und eine orange? Genau, wir brauchen gelb und orange. Willst du die mal reißen?
303. 303. Ja, ich guck nochmal, ob hier eigentlich noch was drin war. Nein. Ja? Ja! Eine Türklinke. Kommen wir damit raus? Wo ist überhaupt die Ausgangstür? Hier vielleicht sehr. Vielleicht das Bild. Sie haben den Dreh raus. Sie haben den Dreh raus. Hat das was mit dem zu tun? Exit? Ja, guck mal, das muss bestimmt so gedreht werden, wie das Bild ist, oder? Ja, doch, doch. Doch. Und zwar, nee. Aber da ist ein T, aber wir haben keinen T. Ja, ja, genau, weil ich jetzt wohin muss vielleicht. Wo haben wir diesen Tür? Achso, du hast den in der Hand. Türgriff. Also, die Tischdecke. Wollen wir mal hier unter den Tisch gucken? Okay, das erfreut mich. Klebt irgendwie. Aber lass uns mal das Ding hier runterschmeißen. Nee. Guck mal in den Bilderrahmen vielleicht. Im Bild ein Loch ist auch nicht, ne? Weil die Bilder wirken so verdächtig. Wir zerren noch mal ganz fest am Bild. Hätten wir auch nicht gemacht. So, das Bild haben wir schon genutzt. Gibt es einen Gegenstand hier im Raum, den wir noch gar nicht benutzen? Also ich finde doch den Spiegel für das. Ja, genau. Das hat mit dem. Nee. Ist eigentlich da irgendwer, warte mal, ist da irgendwer drauf, der auch da drauf ist oder so? Aber eigentlich wäre ich mir, denke ich, gehört es zum Boden. Haben wir noch ein Schloss nicht aufgekriegt? Nein. Oder? EXIT. Wir brauchen ja irgendwie die Kombination für irgendwas. Irgendwas, wir haben noch kein Schloss oder. Irgendwo muss das hier ja rein. Also wir brauchen ja eine Tür, richtig, die wir aufmachen müssen, weil hier sind wir ja reingekommen. Das heißt, hier muss noch irgendetwas sein. Ich bin mir nur nicht sicher, ob. Hier, guck mal, das ist magnetisch. Ah.
E-H-U-L. Aber E haben wir. Wir müssen noch eins finden. Genau, das ist das unterste. Ach so, weil hier schon das T liegt. Dann das I müssen wir noch finden. Okay. Boah. Nee, da hatte ich nochmal rein. Also das Einzige, womit wir noch gar nichts gemacht haben, ist dieses Bild. Aber ich bin mir nicht sicher, runterreißen durften wir es ja nicht. Ah, hier, hier. Ah. Andere Richtung? Nee, aber... Hier, Tür, Tür, yeah. Tür. Andersrum vielleicht. Ah, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Ah, da ist noch ein Schloss. Okay, jetzt brauchen wir hier. Ich habe ein gutes Gefühl. So, das I, hier muss das I. Das ist das I. Genau. Jetzt das X. Dann haben wir die Zahlenkombination. 5, 4 und 2. Okay. Was steht noch an der Wand? Etwas unter den Teppichkern. Achso, den haben wir schon gefunden. Wie lange noch? 9 Minuten noch. Schnell, schnell, schnell. Spaß gemacht, super! Ja, richtig gut. Ja, das war das Geheimnis der Premiere. Ihr habt es geschafft, ihr seid jetzt unsere neuen Theaterstars. Gibt noch 3 weitere Spiele von Kosmos, die dasselbe System haben. Leider an einem Tisch. Es ist nicht immer so ein toller Raum dahinter. Die Packung ist auch was kleiner, die es da zu kaufen gibt. Aber super. Ja, wunderbar, hat viel Spaß gemacht. Wir sind ganz begeistert.